Hallo und herzlich willkommen, wir sind jetzt in Part 3. Es geht doch nochmal in ein Testspiel. Das grüne Logo hat gestimmt, aber es sind glaube ich die Blackpool Rovers, wenn ich das richtig weiß. Malaga, der neue Scheichverein, hat wieder mal Angebote unterbreitet. Aber Jurado wollen wir nicht gehen lassen. Sind es die Blackpool Rovers? Sehen wir jetzt gleich. Also Isaac Forster hat sich nicht schlecht geschlagen, finde ich. In der ersten Situation war er gleich beteiligt am Gegentor. Ja, es sind die Blackburn Rovers. Die Trikots passen soweit. Jetzt spielt wieder Höwedes und Matip spielen. Das passt schon. Ich hoffe, dass wir hier unseren ersten Sieg davontragen werden. Vukcevic hat, glaube ich, mal beim ersten FC Köln gespielt, wenn ich das richtig weiß. Oh, ruckelt es gerade ein bisschen. Ja, es ruckelt gerade. Ich hoffe, das fängt sich wieder. Ja, hier sehen wir ein paar Aktionen von uns. Passt. Die Starter kennen wir natürlich schon. Von der anderen Mannschaft sagt mir das relativ wenig. Das ruckelt mir zu arg. Ja, wir sind jetzt wieder zurück und ich denke, es ruckelt jetzt nicht mehr. Ich habe nämlich noch was gerendert und da geht die Leistung immer sehr hoch. Und ja, jetzt mal ein guter Angriff über Raul. Ja, komm. Ja, 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 ja. Ja! Tor von Julian Draxler in der 5. Minute. Immer wechselnde Torschützen, schön und Raum in der Vorlage hier. Genial. Bisschen Glück natürlich dabei und ich habe schon wieder was verpasst mit dem anderen Jubel. Das werde ich, wenn ich den anderen Controller habe. Also, wenn ich es irgendwie anders mache mit der Steuerung. Jetzt kann ich ja noch keine Tricks machen, das heißt, ich kann jetzt auch nicht so viel Jubel auswählen, aber ich denke, das ist erstmal nicht so schlimm. Wir führen jetzt das erste Mal in unserem dritten Spiel. Immerhin. Jetzt gucken, dass wir das als Ansporn für die Bundesliga auch, so läuft der Ball weg, haben. Und dass wir eben Sieg vorzuweisen haben jetzt. Julian Draxler. Bin ich natürlich froh, dass er gerade erfolgreich war. Und jetzt vielleicht nochmal über Christian Fuchs. Ja, hier, Draxler nochmal. Schade, kommt nicht dran. Ah, sehr dicht gestaffelt hier. Oh, schade von hinten an. Aber Blackburn kommt nicht weit in unserer Hälfte. Aber es kann natürlich sehr schnell gehen. In den letzten Spielen hatten die Gegner immer wenige Chancen. Zumindest zu Anfang haben gleich die ersten genutzt. Und dann sind wir völlig auseinandergebrochen. Das soll jetzt natürlich nicht so sein. Foul an Raum. Da können wir doch gleich mal versuchen, drauf zu zimmern. Und schade. Nicht so ein guter Schuss, das muss ich natürlich erstmal wieder üben. Die Freistöße. Schön. Auf Fafan. Ah, schade. Draxler spielt gut. Und Blackburn weiterhin unter Druck. So zuversichtlich ein Spiel zu gewinnen war ich dieses noch nicht. Aber jetzt scheint es gut zu klappen. Raul! Genial! Leute, Raul! Auf Huntelaar. Huntelaars zweiter Treffer in der Vorbereitung. Und ja, so geht's. Und da ist das 2:0. Schön, in der 63. Minute.
Und es ist immer noch auf Profi, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe nichts verstellt. Oh, der war schon im Aus. Uchida hat den Ball da nicht mehr bekommen. Aber macht nichts. Wir führen mit 2 zu 0 eine sichere Führung, die wir jetzt natürlich aber nicht aus der Hand geben dürfen. Müssen wir aufpassen. Wir haben auch immer 2 Gegentore bekommen. Holtby sicher nach zu Höwedes nach hinten gepasst. Draxler wieder. Raul, 2 Torvorlagen in diesem Spiel. Ach, schlechter Pass jetzt von ihm. Kann mal passieren. Oh. Ja, Kugu. Schön von Höwedes. Aber nach Ecken da sind wir nicht ganz so stabil, aber die Ecke war nicht gut geschlagen. Draxler, jetzt geht's nach vorne. Zu Raul. Guter Konter bis jetzt. Raul. Oh, schade, da wäre unten noch jemand gestanden. Ich glaube, ja, es war Hüntelaar. Aber schade. Torhüter mit einem Reflex und jetzt nur die Ecke. Das gibt's nicht, Leute. Schon wieder ein Tor, 3 zu 0. Ich glaub's nicht. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt eingespielt, weil es die erste Aufnahme, wo ich direkt hintereinander mache und ja, es scheint zu funktionieren. Die Steuerung scheint auch wahrscheinlich gut zu beherrschen mittlerweile. Und ja, vielleicht ist es auch einfach der Gegner, der jetzt einfach nicht mit uns klarkommt. Endlich ist die Abwehr mal sicher und wir spielen eigentlich an einer Tour nur nach vorne. Schade, da kommt Raul nicht ran an diesen Abpraller, aber es gibt wieder Eckball. Komm. Ja, wir kommen wenigstens an den Ball. Und sie müssen schon wieder klären. Also Schalke macht Druck hier. Schalke will immer mehr. Ach, das war nichts. Trick. Und da läuft Außenfahrfahren, kriegt den Ball. Oh. Oh. Draxler, schade. Schon wieder gefährlich. Hüntelaar kriegt den Ball nicht. Ein sehr viel Hin- und Her-Gespiele. Mittlerweile. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen, das Spiel auch mal zurück zum Torhüter. Fährmann in diesem Spiel kaum zu sehen. Für die Statistik jetzt auch seine erste Ballberührung. Und ja, da kann der Schiri abgreifen eigentlich, ja. Und Schalke führt mit 3 zu 0. Einmal Draxler, zweimal Klaas im Hinterlager. Und spielt auch dominant, also es sind nicht so Duseltore, wie wir auch schon kassiert haben, und wir hatten sogar eine sehr gute Chancenverwertung. Es wird immer besser. Im ersten Spiel war die Chancenverwertung ja circa bei 60% oder sowas. Danach wurde es immer mehr und mal sehen, was in diesem Spiel dabei rauskommt. Hier noch die Zwischenergebnisse wieder. Und es geht aber gleich weiter. In der zweiten Halbzeit. Zonzi. Good Willy. The Gold Willy. Keine Ahnung. Oh, das ist ein guter Pass. Gefährlich. Ach. Was für ein Gegenschlag direkt nach Beginn der Halbzeit 2. Jetzt müssen wir natürlich zeigen, dass das nur ein kurzer Fehler war. Wir müssen jetzt am besten gleich nochmal ein Tor schießen, aber was war das? Ah, okay, Freistoß für uns, okay.
Martin Fuchs. Draxler. Ach nein, das war nichts. Ein Gegentor macht natürlich noch nichts aus, selbst wenn wir die Standard-Gegentore, also zwei, an der Zahl kriegen. Hüntelaar, schade. Aber die Fernschüsse von Hüntelaar und Raoul, also die sind ja auch mal erfolgreich. Im ersten und zweiten Spiel waren es ja jeweils Fernschüsse, die zum Torerfolg geführt haben, und ja, das hat sie anscheinend auch motiviert. Dies weiter zu versuchen, wieso auch nicht. Draxler immer wieder als Ballverteiler hier im Mittelfeld. Schade. Ballverlust vom FC Schalke 04. Und schon wieder so ein Pass, aber Höhe, das ist da. Direkt zu Matip. Schnell Matip auf Jefferson Farfan. Hüntelaar, Draxler wieder sehr oft am Ball. Ah, schön, Raul. Schade. Was ist das? Getümmel hier. Haben wir kein Glück von FC Schalke 04 in dieser Situation. Schieler muss den haben, aber da ist Holtby auch noch dabei. Schön, Luis Holtby erobert sich den Ball. Ach, schade, da kommt er nicht vorbei, Raul. Nein, das war nicht so gut. Auf der Seite jetzt sehr frei. Aber gutes Tackling wieder. Hüntelaar, Raul. Ach, schade, wäre da durchgekommen. Ja, ist bestimmt ein Tor geworden, zumindest eine sehr gute Torchance. Ja, jetzt Raul. Nein, Raul trifft den Pfosten. Aber es gibt wenigstens wieder ein Zeichen an Blackburn, dass wir nicht beeindruckt sind von ihrem Tor. Ach, das war schwach. Und jetzt wieder die Chance für einen Konter, für den wir so anfällig sind eigentlich. Wo ist Draxler jetzt auch schon wieder hinten? Gutes Zeichen. Brennt viel. Wow, schön geklärt. Sehr schön sogar. Da gibt es nur noch Einwurf für Blackburn und Zeit für einen Wechsel ist jetzt auch. Draxler, ja, wie gesagt, schon sehr viel gelaufen und jetzt darf Jurado und Jones darf auch mal wieder spielen und wir machen jetzt einfach mal einen Dreierwechsel. Ist ja ein Freundschaftsspiel, deshalb muss das noch nichts heißen. Ja. Wusel jetzt hier mit 6 Schalker Leuten. Und jetzt aber. Oh, sehr optimistisch von. Oh, da kommt sogar der Torwart gleich. Aber Schalke scheint den Sieg in der Tasche zu haben, da passiert wohl nichts mehr. Schön, aber da steht niemand. Der Kopfball von dem Teamkollegen landete. Ich will jetzt eigentlich kein Gegentor mehr. Ich will einmal nur ein Gegentor im Spiel haben. Nein, Elfmeter. Scheiße, ich glaube, ich kann gar nicht hechten. Kann nicht hechten. Wie genial. Ich konnte nicht hechten, weil, ja, wegen meiner Steuerung. Aber das müsst ihr euch nicht mehr lang anhören, weil entweder schaltet ihr ab, beziehungsweise klickt mich weg oder
Nein, ich werde natürlich mir einen anderen Controller, eine andere Steuerung holen. Nein! Boah! Jetzt wird's doch noch knapp zu Ende des Spiels. Ich will jetzt einfach mal raus hier. Jetzt los, endlich die Balleroberung. Komm schon, Balleroberung. Nein, schlecht, schwach. Da steht in der Mitte nur einer. Gut. Vielleicht noch ein Konter bei 3 Minuten Nachspielzeit. Schön. Schade. Und das war's. 3 zu 1. Schönes Spiel, finde ich. Und natürlich mein Bestes bis jetzt. Ich bin froh, dass ich endlich mal das Spiel gewonnen habe und ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen es aber erstmal noch. Ups, die Zwischen. Boah, Hyntelaar mit einer 9,8 und auch Spieler des Tages. Und Draxler mit einer 8,2, also wirklich geniales Spiel und auch sehr viele Schüsse, sehr viel Ballbesitz auch. Das Spiel hat mir gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.